Hallo und herzlich willkommen, liebe Wettfreunde, Sportwettenfreunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Top Wettscheine. Wie immer wird das Video erstellt von der Seite wettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Und das ist auch die gute Nachricht, sie wird euch auch helfen, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen in Corona-Zeiten. Denn auch wir mussten uns am Wochenende erstmal sammeln. Corona hat doch dem internationalen Sport einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben uns direkt zusammengesetzt und die Frage gestellt, was wetten wir denn jetzt überhaupt noch durch die ganzen Spielabsagen, bedingt durch diesen neuartigen Coronavirus? Und wir haben festgestellt, dass es noch genug zu wetten gibt, während andere Portale ihre Seiten jetzt erstmal einfrieren, machen wir einfach weiter. Das haben wir in den letzten Tagen schon getestet und es hat quasi genauso gut gefluppt wie auch davor. Deswegen Sportwetten und Profit trotz Coronavirus mit uns kein Problem. Schaut euch dieses Video an, wir klären euch hier umfänglich darüber auf, was ihr noch wetten könnt, beziehungsweise was wir wetten werden und was auch in unseren Wettpaketen für euch weiterhin angeboten wird. Bleibt dran, denn hier gibt es noch konkrete Wetttipps für den heutigen Dienstag von Experten. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Zuallererst aber nochmal ein Rückblick auf die Wettstatistik der letzten Monate und Wochen. Das ist die Wettstatistik hier aus unseren Videos, wenn wir mal komplette Spieltage getippt haben. Wie gesagt, heute gibt es dann eher ein bisschen Theorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Wochenende mal wieder eine Wettvorschau machen, entweder zur russischen oder türkischen Liga. Schauen wir mal. Was ich gerne noch nachreichen möchte, ist das Wettpaket Safeties, was ihr auf der Seite wettscheine.net buchen könnt. Schaut da mal rein, es lohnt sich, denn schaut mal rechts auf die Statistik, was wir so gewettet haben in den letzten Tagen. Da sind auch einige Spiele schon bei nach der Europapokalphase aus verschiedenen internationalen Ligen, die trotz Corona noch weiterspielen. Da ist die Trefferquote quasi wie zuvor. Aktuell liegt die Trefferquote hier bei 85,5%. Das ist natürlich mehr, als wir uns erhofft haben hier im März. Wir haben einen stetigen Profit, was auch die Grafik auf der linken Seite zeigt. Und ich kann euch versichern, auch gestern am 16.03. haben alle vier Vorhersagen getroffen, sodass die Trefferquote aktuell noch höher ist. Also schaut mal rein auf wettscheine.net, sucht euch vielleicht mal ein Paket auch, dann kommt ihr Paket aus. Dann kommt ihr auch in den Genuss dieser guten Wettvorhersagen im Wettpaket Safeties. Nun fangen wir mal an. Was tippe ich denn jetzt? Und das ist wörtlich gemeint, denn was tippe ich, der dieses Video erstellt und was halte ich denn für sinnvoll? Im Bereich Fußball ist es zurzeit so, und da sind wir uns auch noch nicht ganz im exotischen Raum, Russland, Türkei und Australien, dort wird weiterhin Fußball gespielt, Australien jetzt ohne Zuschauer, die Türkei auch ohne Zuschauer und in Russland sind sogar noch Zuschauer in den Stadien. In Russland die erste Liga, in der Türkei die erste und die zweite Liga und in Australien die erste Liga. Das sind so die Tipps, das sind so die Spiele, worauf ich mich in letzter Zeit, in den letzten Tagen konzentriert habe, auch in den Wettpaketen. Das ist ziemlich gut angelaufen. Was läuft zurzeit noch? Was könnte man theoretisch noch tippen? Das ist in England die fünftklassige Nations League. Da gibt es aber auch schon National League. Da gibt es aber auch schon zahlreiche Bedenken, sodass ich glaube, dass diese Liga dann demnächst auch eingestellt wird. Man kann noch tippen in Argentinien, dort laufen diverse Wettbewerbe, in Brasilien, dort laufen diverse Wettbewerbe, ebenfalls in Afrika. Wir haben zum Beispiel heute ein Spiel aus Tansania auch dabei in unserem Wettpaket. Dann Mittel- und Südamerika, dort gibt es noch diverse Wettbewerbe, Kolumbien, Chile, dort wird überall noch gespielt. Und in Osteuropa, und da ist es noch ganz interessant, die Ligen aus Ungarn, Serbien, Slowakei und vor allen Dingen der Ukraine. Dort spielt am Wochenende Donetsk gegen Kiew. Das ist auch ein ziemliches Topspiel und da sind wir weit entfernt von Fußballprovinz. Das ist schon sehr professioneller Sport, vergleichbar mit Ligen wie, ich sag mal, Portugal oder Holland.
Zumindest ist vergleichbar damit die russische und die türkische Liga. Es gibt auch ein paar ganz gute Anbieter hier vom Streaming her, sodass man sich die Spiele auch anschauen kann. Also auch in den nächsten Wochen ist, denke ich, dafür gesorgt, dass wir weiterhin Fußball tippen können. Ihr seht hier, ich habe fett gemarkert Russland, Türkei und Australien, denn alles, was danach kommt, da werde ich mir vereinzelt mal ein paar Picks aussuchen, aber ich konzentriere mich erst mal auf diese erstgenannten Ligen. Dann im Bereich Eishockey wird in Russland noch gespielt und das finde ich jetzt ein bisschen schade, denn da sieht man auch, wie dynamisch das aktuell ist in der Sportwelt. Die KHL, die erste russische Liga, vergleichbar vom Niveau, ja, knapp hinter der NHL anzusiedeln in Amerika, die ja auch pausiert. Dort hätten jetzt die Playoffs stattgefunden in der KHL, aber heute Morgen sind diese Playoffs erstmal abgesagt worden. Zumindest für die nächste Woche und dann wird neu entschieden. Das ist ein bisschen schade, denn da hätte man sicherlich schöne Tipps mitnehmen können. Wo noch gespielt wird in Russland, ist die MHL und die VHL. Da werde ich mal drüber gucken, ob ich euch da zumindest in dem Wettpaket auch etwas präsentieren kann. Aber wie anfangs schon gesagt, Konzentration liegt jetzt eher auf den Fußball. Ihr wisst ja, dass ich auch noch im Tennis wette und für euch Empfehlungen gebe, aber im Tennisbereich, da liegt aktuell alles brach. Also, kommen wir zu den Wetttipps. Für heute Abend habe ich ein Spiel für euch jetzt hier kostenlos, das ist die Super League, der ersten türkischen Liga rausgesucht. Dort spielt Göztepe İzmir gegen Rizespor. Und ja, dort gehe ich davon aus, dass hier das Heimteam, auch wenn es bei beiden Teams in letzter Zeit nicht wirklich gut läuft, das Ganze ist übrigens ein Nachholspiel, es läuft bei beiden Teams nicht wirklich gut, aber İzmir ist immerhin noch ein recht heimstarkes Team im Vergleich zu der Auswärtsstärke von Rizespor. Die haben da schon wochenlang auswärts nichts mehr reißen können. Deswegen ist hier İzmir für mich favorisiert. Ich glaube, dass hier in diesem Spiel aber wenig Tore fallen. İzmir in den letzten 3 Spielen nicht einmal getroffen. Rizespor auswärts auch sehr mau. Deswegen weniger als 3,5, weniger als 4,5 Tore. Tendenz gehe ich aber mit İzmir, Göztepe. Traue mich hier aktuell nicht, den Dreiwegsieg zu setzen, aber Head-to-Head, wo es beim Unentschieden das Geld zurückgibt oder die doppelte Chance jetzt für den Safety-Bereich. Ich denke, das kann man sehr gut anspielen. Das gibt einem vielleicht nochmal mit einem anderen Pick in eine Kombi. Da hat man eine ganz gute Quote. Und das Zweite, was ich euch gerne anbieten wollte, war nämlich das KHL-Spiel, das Playoff-Spiel zwischen Bas Kazan gegen UFA. Und das Problem ist, dass dieses Spiel am Mittwoch stattfinden sollte und nun leider abgesagt ist. Aber sollte dieses Spiel noch zustande kommen in der nächsten Woche, dann kann man sich dann nochmal auf diese Tipps berufen. Hier hätte ich Kazan, die sehr heimstark sind, vorne gesehen. Da hätte ich mich auch getraut, einen reinen Dreiwegsieg zu setzen, die 1,8 mitzunehmen. Ansonsten ist es ja im Eishockey so, kurze Erklärung, Sieg. Bas Kazan, Dreiweg gilt dann nach 60 Minuten, sollte es unentschieden stehen, geht es in die Overtime. Da Sieg inklusive Overtime und Shootout wäre dann die 1,47 oder das Head-to-Head für Bas Kazan mit einer 1,4. Das ist alles Zukunftsmusik, da müssen wir abwarten, ob dieses Spiel nochmal so zustande kommt. Aber wenn, dann wisst ihr, wo ihr dort die Empfehlung findet. Die Quoten kommen wie immer von unserem Wettanbieter aus England, von Bet365. Willkommensbonus gibt es hier unter dem Video, direkt Link. Und ja, mir bleibt jetzt nur zu sagen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, dass noch genug Sport aktuell international auch angeboten wird, auf den man sinnvoll setzen kann, mit dem man auch Profit generieren kann. Ihr habt das in unseren Statistiken gesehen, deswegen lohnt sich der Blick auf die Seite wettscheine.net. Lasst doch mal bitte ein Like da oder einen Kommentar oder falls ihr Fragen habt, könnt ihr ja auch gerne mal eine Frage stellen. Ich versuche die dann zu beantworten. Am Wochenende kann ich mir gut vorstellen, dass wir wie in den letzten Wochen, wie ihr das auch gewohnt seid, wieder eine umfassende Analyse machen, eine Wettvorschau vielleicht zur Super League oder dann zur russischen Liga oder auch zu beiden.
dass wir da eine Auswahl treffen. Das schaue ich mal. Anfang der Woche gibt es jetzt zumindest für die Corona-Zeit immer ein Theorievideo von uns. Und ich denke, damit sind wir alle gut aufgestellt. Lasst euch nicht unterkriegen. In der jetzigen Zeit sagt man ja am Ende dann immer zur Verabschiedung, bleibt gesund. Das wünsche ich euch auch. Und dann sehen wir uns am Ende der Woche am Freitag und hören uns dort wieder. Ciao.